Aber schon ein schönes Gefühl, vor so viel Zuschauer, meine knapp 25.000 da. Ich denke, wir haben auch ordentlich gespielt, von daher hat es schon Freude gemacht. Ja, ist schon eine Ehre. Klar, Duisburg ist ein Traditionsclub. Ich bin mit der älteste Spieler, dass man als Neuzugang so gewählt wird, ist auch nicht so oft. Der Anfang war natürlich schon sehr hart mit dem Lauftrainingslager. Wir haben schon viel trainiert, aber das braucht man einfach, weil wir brauchen viel Kraft für die Saison. Und ich denke, wir haben es immer stetig gesteigert in den Spielen. Stimmung ist gut. Jetzt auch mit dem Montagsspiel haben wir nochmal Sicherheit geholt. Ja, wir wissen ja auch, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber das muss man immer erstmal auf dem Platz zeigen. Klar, wir haben jetzt erst ein Auswärtsspiel, da hat der Gegner eher ein bisschen Druck. Dass er ein bisschen kommen muss, seinen eigenen Zuschauern danach wechseln lassen gegen Aufsteiger, die in der Euphorie sind, ist unangenehm. Aber wir wollen natürlich das erste Spiel zu Hause gewinnen.